Erneut begeben wir uns in die spannende Welt der Pokémon. Willkommen zurück hier bei meinem Kanal, bei Michael the Saiyan. Neues Abenteuer, neue Region. Ja, nicht die Kalos-Region, auch nicht eine Region. Nee, wir begeben uns wieder zurück zu alten Gepflogenheiten. Sprich zurück in die Johto-Region. Doch mehr dazu später hier bei der Eiskristall-Edition. So, gehen wir jetzt ganz kurz rein. Neue Spieloption, natürlich erstmal ein neues Spiel. Und gucken mal, wie uns Professor Lind empfängt. So, hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Lind, mein Name ist der Pokémon-Professor. Dein erstes Abenteuer? Wenn du etwas mehr wissen willst, bist du bei mir an absolut richtige Adresse. Nö, machen wir alles nicht. Lernen wir alles Learning by Doing, nicht wahr? Also, keine Infos mehr. Meryl! Diese Welt wird von Wesen wohnt, die man Pokémon nennt. Ach nee, was du nicht sagst. Menschen und Pokémon nehmen zusammen und helfen einander. Okay. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere dran kämpfen ihnen aus. Schnacht, die Standardprozedur. Lalala. So, leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Okay, okay. Darum studiere ich die Pokémon Tag aus, Tag ein. Okay. Pen tut er nicht was. Naja. Schlafen ist überwertet. Du. Bist ein Junge oder Mädchen? Gute Frage. Also, mal nach unten gucken. Ich glaube, ein Junge. Also gut. Wie lautet dein Name? Tja, wie gewohnt natürlich. Michael. Machen wir das mal ein bisschen groß. Ist kein Problem. Zack, zack. Eine seltsame Darstellung vom I gerade sehe ich. Aber ist egal. Name ist also Michael. Yes, Michael, bist du bereit? Ein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller träumende, aufregende Pokémon-Abenteuer erwarten dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Okay, bis dann. So, und da sind wir auch schon. Heute ist mein großer Tag. Ich habe Geburtstag und bekomme endlich mein allererstes Pokémon. Nichts. Hatte gehofft, dass mir Vater eine Mail geschickt hätte. Tja, mal sehen, was Mutter unten macht. Ja, Leute, wir sind hier nicht bei einer irgendwie offiziellen Version der Pokémon. Nee, das ist die Eiskristall-Edition, die halt auch fest, die ich damals 2008 entworfen und ins Leben gerufen habe. Natürlich mit Hilfe von anderen Leuten natürlich mitunter. Also die erste Beta, die war damals noch von mir entworfen, nach zweite Beta und so. Natürlich mit tatkräftiger Unterstützung, ganz klar. Und ja, wie man sieht, auch mit ein bisschen, Intro-Sequenz oder Sprechblase, die eigentlich nicht so Pokémon-typisch sind. Gut, wieso Johto unbedingt? Das deswegen, weil ich eigentlich die Kristall-Edition ist für mich bis jetzt immer noch meine Lieblingsedition. Das war auch schon damals so und deswegen wollte ich unbedingt so ein Remake davon machen, weil damals wusste man von Hard, Gold und Soul noch gar nichts. Und total unbekannt und deswegen dachte ich mir, damals so, ja komm, Eiskristall ist doch ein cooler Name und so. Naja, mittlerweile gibt es bereits Hard, Gold, Soul, Silver, wir sind schon viel weiter, aber ist egal. Ich wollte auch das mal vorzeigen, gerade ein bisschen sehr laut. Was willst du mitnehmen? Item verwalten, ein Trank. Withdraw, ja. Teilweise noch ein bisschen in Englisch. Das liegt daran, weil das Ganze, ihr seht es vielleicht nicht gerade unbedingt, aber das Ganze wurde mit dem RPG Maker XP erstellt und basiert auf dem Starter-Kit von Pokil. Das ist ein Engländer, damit kann wer auch immer und deswegen alles auf Englisch noch teilweise. Das wird dann nach und nach noch bereinigt. So, jetzt erst mal hier gucken. Johto. Werde ich bald meine Reise antreten. Ja, auch die Karte. Also so schlecht sieht gar nicht mal aus. Das ist Kanto. Die Johto-Region so ähnlich. Naja, ein bisschen anders aber schon. So, oh, Entschuldigung, drauf gekommen. Ah. So, mit dem Grafikstil und so. Ändere ein bisschen an die Advance-Version. Das deswegen, das ist, also es gibt von Eiskristall gibt es zwei Spiele. Die eine ist die Advance-Version, die andere DS-Version. DS-Version halt mehr im Stil der vierten Generation, sprich Diamant, Perl, Platin, auch mit zwei Screens und so. Aber dazu später mehr. Mal gucken. Ja genau, das finde ich auch beunruhigend. Ah, hallo mein Schatz. Oh, meine Mom. Also zum Geburtstag, Michael, hast du gut geschlafen? Unser Nachbar Professor Lindan hat dich gesucht, er möchte dich gerne sprechen. Oh, fast hätte ich es vergessen, dein Pokémon-Com ist von der Reparatur zurück. Ja, bitte. Mein Pokémon? Echt jetzt? Geil. Mein kleiner Pokémon! Und irgendwie fehlt gerade dir der Sound. Ich habe noch ein bisschen Buggy hier. Pokémon-Com und einfach nur Pokémon. Ein jetziges Gerät für deine Reise. Übrigens, weißt du im Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja, wissen wir. Wir sind einfach den Pokécom einschauen, das Telefonsymbol anklicken. Die Nummern werden gespeichert, wähle einfach den Namen. Der Person, die du anrufen möchtest, ja natürlich für all die bereits Gold, Silber, Kristall kennen, nichts Neues. Weil noch ein bisschen, vielleicht sieht man es eigentlich noch ganz gut. Ja, wir haben jetzt einen lecker Kuchen, sehr schön. Was man noch ein bisschen gesehen hat, ist, dass jetzt halt die Texte ich spreche, sprich der Charakter hier, Gold, wie man ja auch sehr gut kennt, und jetzt halt Michael. Die werden blau dargestellt und die vom Mädchen halt rot. Das deswegen, weil die uns später noch besuchen kann. Aber dazu später mehr. Hallo Michael, ich wünsche dir auch alles Gute zum Geburtstag. Oh, meine Oma.
Michael, hast du schon gehört? Meine Tochter will unbedingt Professor Lins Assistentin werden. Hä? Meine Mutter? Sie bockt von ganzem Herzen. Muss ein anderer sein. So, was machst du jetzt hier? Eier, Milch und Mehl. Professor Lins, warten lassen, Michael. Ich hab alles. Jetzt muss ich aber wirklich anfangen. Wenn du zurück bist, habe ich noch ein Geschenk für dich. Okay. Wie unsere Mutter meint. Neuburg, ja! Tja, wer kennt's, wer liebt's nicht? Oh, da geht's gar nicht weiter. Das kommt später noch. Lecker, ruckelt's ein bisschen? Nö. Muss an Camtasia liegen. Ja, muss an Camtasia aufnehmen hier. Das wird dann später hoffentlich auch noch fix. Neuburg, ja! Die Stadt, in der Wind der Neuerung weht. Auch nichts Neues? Ja, wegen Advance und DS-Version, ich zocke jetzt hier die Advance-Version, vor allem deswegen, weil ich es einfach finde, ich finde es einfach optisch ein bisschen besser, auch wenn Jotuns, weil Jotun Kantor, sprich erst in zweiter Generation, war ja damals noch so, kann ich einfach jetzt, nö, vielleicht schon ein Baum, ja, Kopfnuss geht noch nichts. Das war deswegen damals so, weil ja, wie gesagt, zweite Generation war ja auch vom Gameboy noch, Gold, Silber, und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt hier auf Dual-Screen machen, so ein bisschen Integration mäßig, nee, das passt schon so. Sieht doch ganz nett aus. Pikachu ist ein entwickeltes Pokémon. Rosalinds Entdeckungen sind wirklich erstaunlich. Ja, damals noch, ey. Und heute sind wir bereits bei Mega-Entwicklungen so und hier noch. Es gibt ja Pokémon-Eier und sowas. Ist ja ganz cool. Naja, was soll's. Neuburg hier, der Stadt, wo der Wind der Erinnerung weht. Oder so. Oh, Mann. Wer kennt das noch nicht? Hey Michael, mein Mann ist immer so beschäftigt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich kann seine Pokémon-Forschung vertiefen. Vergisst er sogar zu essen. Ach du Scheiße. So, was ist das hier? Pokémon, woher kommen sie? Wohin gehen sie? Warum war noch nie jemand Zeuge der Geburt eines Pokémon? Weil die vielleicht schlüpfen aus Eiern? Ich will es wissen, ich könnte mein Leben in Dienst der Pokémon-Forschung stellen. Bisschen Teil von Professor Lins Aufzeichnungen. Mann. Ich großmähle von meinem Papa. Ich habe einen großartigen Pokémon-Professor. Ja. Warum hätte ich gerade damit anfangen? Ganz einfach, ich dachte mir, irgendwie würde es schon ein bisschen vorher rausbringen, da Pokémon-Eiskristall und so. Aber ganz ehrlich, ey, hat es mir ein bisschen Zeit gefehlt und wollte irgendwie ganz episch machen. Jetzt dachte ich mir, nee, jetzt muss ich endlich mal bringen, jetzt muss ich endlich mal zeigen, dass es das Spiel noch gibt und so. Hab's schon öfters ein bisschen angedeutet. Ja, und deswegen. Pokémon Eiskristall, yeah, Mann! Ganz geil. So, ich geh nochmal, tschüss. Hey, warte mal, Michael. Was ist denn jetzt los? Was hast du denn vor? Wo willst du? Es ist gefährlich, ohne Pokémon die Stadt zu verlassen. Auf welcher nächsten Stadt können jetzt welche Pokémon auftauchen? Oh Mann. Dann halt von mir Labor von Professor Lind. Wer bist du? Das ist alles das Pokémon von Lind, ja. Was hast du mir so an, Mann? Aua! Boah, von der Ecke rumgekickt. Bist du... Penner. Egal, geht's mal. Du die Türe. Hinein. Ah, hallo Michael, alles gut zum Geburtstag. Ja, danke. Was Lind erwarte ich bereits. Komm, ich bring dich zu ihm. Professor, Michael ist hier wegen... Professor Lind? Naja, er soll wieder in seine Studien vertieft. Vielleicht hast du ja mehr Glück, Michael. Dann muss ich meine Arbeit. Alles klar. Ja, so wie deswegen, wegen Advance, DS-Version, als Kristall. Mehr dazu will ich eigentlich nichts verraten, weil das gehört ein bisschen zum Spiel, zum Story-Modus, kann ich jetzt schon sagen. Ihr werdet viele Elemente von Gold, Silber, Kristall, Hardgold, Soul-Silber mittlerweile auch hier bemerken, aber auch sehr viel Neues. So, wir gucken. Ja, hat er wohl gefangen? Professor Lind? Mega faszinierend. Professor, Entschuldigung, ich bin hinter Ihnen. Michael, da bist du ja! Leute, ich war wohl wieder etwas in meinen Stuhl vertieft. Ich muss um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschungen durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei hilfst, Michael. Verstehst du? Ich habe etwas, das ich bei einer Konferenz vorlegen möchte. Aber das sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Nö, kein Bock. Aber ich brauche deine Hilfe! Nö, kein Bock. Aber deine Hilfe! Nö, kein Bock. Eine Hilfe. Nö, kein Bock. Er braucht eine Hilfe. Nö, kein... Jetzt reiß aber langsam. Klar, kein Problem, Professor. Ja, danke, Mann. Du bist meine große Hilfe. Ja, ja, wie immer. Dann sind wir weiter in den Pokémon vorstoßen. Bla, bla, ble, ble, blu, blu. Gib mir noch mal Pokémon. Ich habe eine E-Mail. Von wem bloß? Was? Uhu? Okay, okay. Hör gut zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Oh. Ständig finde ich eigenartiges Zeugs und fängt an darüber zu fantasieren. Tja, was für ein Penner, hey. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt und da steht, dass sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Oh. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind jetzt mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Oh. Moment, ich hab's. Oh. Michael, könntest du der Sache nachgehen? Oh, Moment, ich habe gar nicht zugehört. Ich habe gerade ein bisschen vertieft meinen Walkman. Ja, bitte. Pokémon. Ja, ist gut. Ich nehme gerne eins.
Ich möchte, dass du eines der Pokémon aus dem, einem dieser Bälle trainierst. Du weißt, das kann mal dieses Pokémon sein, Michael. Such dir eins aus. Ach, Leute, was ist los? Wie das am Shiki oder irgendwie so Finks und was den momentan gibt? Nee. Ah, ein Diebe soll es sein, das nachzutrainieren. Willst du ein Diebe das Pflanz-Pokémon? Nö. Feuriges soll es sein, trainier das geduldig. Nö. Ah, kann jemand soll es sein, es ist das Training wert. Michael, willst du kann jemand das Wasser-Pokémon? Nö. Ja, wer ist nicht mehr jetzt? Ich nehme den Mut, man normalerweise würde ich euch entscheiden lassen, aber geht es natürlich schlecht, erster Part und so. Aussagen von Professor Lind, also ein anerkannter Pokémon-Professor. Was machen jetzt die Leute? Schwierig, schwierig. Was haben damals eigentlich so genommen bei Kristall? Meist war es Feuerriegel, weil Feuer-Pokémon findet man jetzt nicht so häufig. Wobei jetzt mittlerweile hier bei Eiskristall natürlich schon. Finden relativ schnell noch irgendwie Magpie oder so etwas. Feuer-Pokémon trainieren? Nee. Vor allem haben wir hier natürlich auch vier Generationen teilen, sprich die 493 ersten Pokémon, also natürlich auch Magmotowns, also kein Problem wegen Weiterentwicklungen. Ja, was mache ich jetzt hier? Kanimani? Habe ich glaube selten genommen und das ist ja die vierte Generation vom Kampfsystem, also die sechste. Nee, sechste. Sechste kommt jetzt zur vierte. Sechste Generation, genau. Da hat es ja schon einiges drauf mit Eisen und so, okay. Natürlich! Michael Kanimani! Willst du Kanimani einen Spitznamen geben? Nö. Ich habe der Meinung, dass das Pokémon sehr gut ist. Endlich habe ich mein erstes Pokémon! Kanimani Entwicklungen besitzen viel Kraft. Bringen sich erst zu Tyrakok, wow, und dann zu Impergator, alter Schwede. Also ein Krokodil auf zwei Beinen, glaub's auch. Müsste eigentlich ein Wasserdrache-Pokémon sein, so vom Aussehen her. Das Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosalia sieht den nächsten Ort. Weg wird doch fast direkt dorthin, du kannst dich nicht verfehlen. Und auf jeden Fall doch, ist meine Nummer. Ruf an, wenn es etwas gibt. Linz-Nummer, gut. Dann Pokémon Linz, soll es dann mit der Maschine heilen. Blablabla. Ja, dankeschön, das sehen wir dich und tschüss. Jetzt gibt's Ärger, es kommt noch härter. Tja, Alter, viele Überraschungen hier, Freunde. Team Rocket aus Pokémon Gelb ist auch hier dabei. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Na stimmt. Siehst du was, Mauzi? Da wir das vermisst haben. Nee, hier ist nix. Wer sind sie? Was wollen sie hier? Da geht sie gar nichts an. Pff, oh! Was ist denn da los? Was ist hier, Michael? Okay. Was ist hier los, Mann? Wir wollen die Pokémon? Pff. Wow, das Mauzi hat aber Kraft, ey. Aus dem Weg, Kleiner. Pff, oh! Ah, mein Rücken! Hey, sind nur zwei Pokébälle. Aua, aua, mein Rücken. Okay, sind wir in drei. Ist egal, wir müssen verschwinden. Und zu drechen, die Pokémon unter verschwinden, James. Ist gut. Hey. Okay, wir haben alles. Gut, dann schnell weg von hier. Tschüss. Die haben einfach in die Folge geklaut. Das was denn? Die Pokémon sind weg. Was soll der Scheiß? Autsch, Michael, bist du verletzt? Was sind das für Typen? Wie auch immer, wir müssen die Pokémon zurückholen. Weißt du, Michael, ist du verletzt? Geht schon, schnell, wir sind nach. Okay. Nö, da sind sie ja. Gebt die Pokémon zurück, Mann! Die Polizei wird bald hier eintreffen. Sei vernünftig und dann gebt euch. Was jetzt? James nutzt seinen Rauchwurm und dann verschwinden wir. Eine gute Idee, Mauzi. Jetzt weg hier! Was? Hilfe! Hals, hier kommt noch was! Ah, Hilfe, mein Hals! Mann, die Polizei muss bald da sein, damit sicher können sie über alle Berge sein. Die haben Pokémon! Ich weiß, es ist nicht deine Aufgabe, wenn du nicht willst, verstehe ich das, aber könntest du ihn bitte nach? Mutter, was sagst du? Der Professor Lind hat recht, nur du kannst Pokémon jetzt helfen. Deshalb habe ich etwas für dich. Denk, du kannst es gut gebrauchen. Die Turbo-Treter! Yeah! Danke, Mom! Mit Turbo drin kannst du schneller rennen, drücke die Z-Tasten gehen, um zu rennen. Jetzt schnappst du dir, Liebling. Ich glaube, langsam besser. Ich glaube, es sieht eher aus wie... Naja, kein Rauchbomben mehr, aber es ist ja alter, ist das ein Nebel. Doch, ist weg, du kannst los. Okay, dann muss ich vielleicht noch über die Bücher. Egal. Und weg bin ich. Route 29. Und was steht hier? Was alles sieht, Neuburg, ja. So, was sind die Penner? Ich werde sie platt machen und rennen können wir. Ja, auch hier. Yeah. Oh. Ein Pokémon! Ein Angriff! Ein wildes Visor! Los, Kanimani! Yeah, ganz geil! So, und mal ganz kurz einen Kratzer einsetzen. Zack! Autsch!
gleich nochmal, denn der Kratzer, der hat's drauf. Mann ey! Jetzt reißt aber und down bist du. Tschüss! Wieso wurde besiegt? Kanimani erhält 24 Erfahrungspunkte. Ja, fast. Ach, rote blaue Blumen. Ist das noch... wollte gar nicht, Entschuldigung. Falsch Knopf. Ah, Turbo drin ist auf Z. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso hat die auf Z gelegt? Was kann ich mehr? Muss vielleicht mal irgendwann auf X'en zu legen. So, was ihr auch seht hier, schöne Schatten und so. Ja, habe ich auch eingebaut, so ein Shadow-System. Wobei ich, also ich weiß eigentlich gar nichts. Ich habe es einfach implantiert, aber entwickelt hat es ja jemand anders. Hier oben war noch ein Item natürlich. Schon bereits im Original. Man hat einen Trank gefunden. Noch ein Wieso. Ja, mit dem Wieso. Ey Kumpel, es tut mir leid, ich muss hier schnell durch. Und der Katz, alter, ein Volltreffer. Katzermanns. Du bist doch ein Penner, aua, kann man nicht bald down. Tschüss. 24 Erfahrungspunkte. Yeah, yeah, Level 6. KB22, Angriff in. Okay, okay. Meine Fresse. Und ein Taubs erscheint. Wir sollen ihn fangen, aber. Wobei Taubs ist dann doch damals. Sonst soll er zugeben, Taubs gibt es seit 6 Generationen, oder? Und das Vieh hat immer noch von Attacken und Statuseffekten, hat es immer noch so im Vergleich zu anderen Flug-Pokémon zu wenig drauf. Mein EOS lernst du selbstständig noch gar nicht, auch hier in der 6. Generation noch nicht. Und naja, generell noch ein bisschen sehr suspekt. Alter, schon wieder? Was ist das für eine Erscheinungsrate? Die muss ich vielleicht mal ein bisschen runtersetzen. Nein, Level 2 geht eigentlich noch, obwohl ich nur noch 4 KP habe. Ich habe ihn gleich weg. Ah! 2 KP, schnell einen Trank. Und der Rucksack sieht auch nice aus bei 20 Punkten. Dankeschön. Tackle! Mann, ey, jetzt reißt er endgültig. Tschüss! Ja, da lädt immer noch, da gibt's nichts. Kann ich machen, das ist so viele Angriffspunkte. Kanimani ist jetzt 15. Oder er heilt 15, so. Festen sie immer noch mit X und Z. Bist du vom Emulator noch Intus. So. Lass uns mal was. Taubst sie ja schon wieder? Muss nicht, aber sowieso bleibt ein Level Up. Wir machen dann ziemlich viele Punkte, wenn wir da die Pokémon von Team Rocket zurückholen wollen. Ein Volltreffen, ganz toll. Mann, was für ein Start, Leute. Müssen wir erst nicht nur irgendwie Mr. Pokémon besuchen, nein, hier die Straßenlaterne, die uns ein bisschen Schatten spendet. Welchen Tage? Ist klar, aber irgendwie ein bisschen. Ja, auf dem Baum natürlich. Ja, man sieht schon, er hat noch ein paar kleine Fehler habe ich noch drin, aber die werde ich auch noch beheben. So, X bitte weg. X Mini, wer habe ich denn sonst? Ist auf Z oder V oder was? Ich glaube, das Abbrechen. Ich habe Abbrechen und Menü gleich auf X gelegt, dann schlecht. Hey Kleiner, hast du jetzt zwei Menschen mit einem Auto vorbeirennen sehen? Mir hast du wegen irgendwie orientierungslos und down gegen Bäume gerannt. Nach dort, so Route 46. Dann sind sie mit Rauchbaum mich selbst irgendwie getroffen oder was? Okay, komm ich nicht durch, ihr seht schon, die blockiert alles. Und hallo, ist halb so groß wie wir. Ist doch egal. So, was sagst du dazu? Entschuldigen Sie, haben Sie jetzt zwei Menschen mit einem Pokémon vorbeikommen sehen? Ja, die sind sehr eilig und sind zu Route 46 gerannt. Geht es nicht sehr viel, wieso fragst du? Wollt ihr um was? Frechheit, Pokémon zu stehen, ich bin hinter Gitter um! Komm, die schauen wir uns. Okay, hilft uns. Dachte, du hilfst mir? Wollt ihr die Stellen, damit du sie nicht abhauen können? Du verfolgst sie. Penner. Das ist ein Angsthase. Okay, hier oben müsste irgendwo sein. Bergweg voraus. Ja, da oben sind sie bereits, aber ihr seht schon, Route 46 ist ja eine Sackgasse, die kommen nicht weit. Das geht gar nicht. Also wir haben sie gleich. Frage ist bloß, habe ich genug Level, genug trainiert? Das ist eine perfekte Situation, um ein paar zu beenden. Verdammt runter, dankeschön. Um ein paar zu beenden und so ein bisschen Spannung zu halten. Alter, das ist ein Power. Für den nächsten Part. So, geht endlich mal. Dankeschön. Und 24 Erfahrungspunkte, Level 7. Raserei, yeah man. So, die schnapp ich mir jetzt aber. Wie geht's jetzt weiter? Das sehe ich auch, James. Utsch, scheiß hier auf, das tut doch weh. Könnt ihr doch mal behalten, wir schlafen da die Pfoten ein.
Bleib sofort stehen und gib die Pokémon zurück, Mann! Ah, der knirpt schon wieder! Wir müssen weg! Aber wie? Mit Gewalt! Und wir fliegen! Warte, Jesse! Warte auf mich! Feiglinge! Wir sind die Hülle abgetürmt! Oh mein Gott, die drei Fragezeichen Höhle? Wann schnell nachgeben? Was ist das für eine Höhle? Was raucht nicht, aber die wichtige Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Der Boss wartet doch! Er folgt schnell runter! Blup, blup, und weg sind sie. Ach du heiliges Kanonenröhrchen, Leute, was denn hier plötzlich los sind? Alter! Was ist das für eine Musik? Du. Ganz entspannt, was? Also man kann durchaus sagen, es ist zwar ein Remake der Kristall-Edition, aber ihr seht schon, na, hier werden noch sehr, sehr viele weitere Geheimnisse gelüftet werden oder vor allem sind eingebaut worden, wie auch immer. Wie es weitergeht hier bei Pokémon Eiskristall, seht ihr das nächste Mal. Danke fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao zusammen. Pokémon Eiskristall. Die Legende lebt.